In den Südstaaten geht es bei Stand Your Ground darum, dass Männer ihr Leben, ihre Freiheit und ihr Eigentum schützen. So wie man das kennt. Männer erhalten dafür Anerkennung. Aber wenn das Frauen oder Angehörige von Minderheiten tun, wird das ganz anders gesehen. Ich vermute, dass die Menschen im Süden oft nicht glauben, dass es ein Problem mit sexuellem Missbrauch und häuslicher Gewalt gibt. Warum ist es in Ordnung, dass eine Frau Verletzungen erleidet und diese weiter ertragen muss, bevor etwas unternommen wird? Ich glaube, ich war